Was geht ab, Freunde? Wir sind auf der Dokumi 2022. Ein Jahr ist es her, wir haben keine Umfragen mehr gemacht. Und heute ist es an der Zeit, die Umfrage zu machen. Der Umfragen. Stehen Männer auf Frauen, die Anime schauen? Und damit sind wir hier beim Anime Superstore Stand. Der Stand der Jungs. Die haben den natürlich auch online, könnt ihr auch gerne abchecken. Dazu muss man sagen, er hat eine Freundin. Und sie guckt kein Anime. Und sie guckt kein Anime. Aber jetzt direkt dazu, ja. Ich möchte gerne, dass sie Animes guckt. Ja? Also ich stehe drauf. Ja? Weil du teilst die gleiche Leidenschaft. Aber stell mal vor, sie wäre so diese Cosplay, Mosplay und so. Zu Hause ja, draußen nein. Hier haben wir Megore, kennt ihr durch die anderen Videos und natürlich auch Mitinhaber vom Anime Superstore. Die Frage, die wir gerade haben, stehen Männer auf Frauen, die Anime schauen? Ja? Ja. Ja, aber guck mal. Sag nicht einfach so, ja, jetzt stellst du dir so vor, so eine Misa Misa hockt bei dir im Bett. Aber stell mal vor, diese Psychos, Dakimakura, Yaois, Kurono, Poster an der Wand, so volles Programm. Alles oder nichts? Ja, würdest du sagen eher ja oder eher nein? So zusammen Anime gucken, so Sachen. Doch, das ist cool. Ja? Das ist cool. Zusammen Hentai gucken? Ja. Ja? Ja. Stehen Männer auf Frauen, die Anime schauen? Safe. Ja? Klar, ja? Safe. Okay, bevor ihr aber so einfach antwortet, ihr müsst auch das Kleingedruckte bedenken. Dakimakura im ganzen Bett, Yaoi-Sammlung in der ganzen Wohnung, Poster an der ganzen Wand, Cosplays im ganzen Schrank. Ich meine, die Cosplays sind ja fast schon mehr Vorteil. Dein Outfit sagt mir, du liebst Anime. Ja, wie kommst du denn darauf? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder hast du irgendwie deinen Clan ermordet, als du so ein bisschen... Ich frag lieber nicht. So, die Frage, ganz schwieriges Thema. Die Frage ganz ist, stehen Männer wirklich auf Frauen, die Anime schauen? Oder Nerds das sind? Das kommt auf den Mann an, würde ich mal behaupten. Stehst du auf Leute, die Nerds sind, Anime schauen? Ja. So im Generellen, ja? Ja. Aber so neutral oder so hardcore, am besten mit Cosplay und allem? Neutral eher. Ja? Würdest du nicht so feiern, wenn du reinkommst und am Regal hängen nur so Poster von Anime-Figuren? Würde ich schon feiern, ja? Aber... Du hast wahrscheinlich auch schon gut was gekauft, oder? Dakimakura, für die Männer unter uns? Ja, 100%ig. Ja? Aber Moment. Moment. Was heißt das? Dass sie mit dir ab und zu mal eine Folge guckt? Oder stell dir mal vor, sie würde so hardcore mit Cosplay und allem angucken? Ich glaube, ich würde gutes Cosplay cool finden, ja, aber nicht durchgehen. Aber wenn sie sagt, so einmal auf eine Convention oder zweimal. Ja. Ich meine, ich würde am liebsten den ganzen Tag Animes schauen. Ja. Klar, ab und zu schaut man mal sowas wie Star Wars oder so. Ne? Ja. Dann wäre halt schon schön, wenn sie mit dabei, ja, ist. Das wäre, ne, echt schön. Schaut deine Freundin Anime? Meine Freundin hat gar kein Anime geschaut, bis wir Demon Slayer angefangen haben zu gucken. Und jetzt sind wir bei Attack on Titan Staffel 4. Ich suche Männer, die cosplayen. Das ist so dieses Perfekte, als ob die nicht auf Frauen stehen, die cosplayen. Macht doch gar keinen Sinn. So. Aber gute Cosplay, am besten so ein Mann-in-Mate-Outfit. Es gibt ja viele, die jetzt nur so mal Pokémon geschaut haben oder, ja, keine Ahnung. Ich sag, das in der Prioritätenliste ist es nicht ganz oben, ja, aber auf jeden Fall schon so, wäre schon nice. Ja? Wäre schon nice. Also wäre auf jeden Fall nice. Ist es für dich so beim Date-Mate-Outfit, so wie man es heutzutage macht, ja, so ein Punkt, der dann wichtig ist? So, ich würde schon wollen, dass sie Anime guckt, oder wäre es okay, wenn sie es hasst? Oh, hassen ist, ja, hassen, ja, ist schon... Sie hasst es. Sie sagt, Pokémon ist ein Digimon. Pokémon ist ein Pikachu Digimon. Ist ein Digimon. Entschuldigen Sie, brauner Mann, ich, ja, hätte eine Frage, und zwar... Also, hau die Frage rein. Ist, stehen Männer auf Frauen, die Anime schauen? Sie kommen mir bekannt vor, kenne ich so, aus der, nein, Werbung? Nein, aus der Werbung, vor Webtoon. Ja. Stehen aber Männer auf Frauen, die Anime schauen? Sie? Ja, auf Nerds. Eher, ja, ja oder eher nein? Auf Nerds, ob sie auf Nerds stehen? Ja, so Leute, stell mal vor, du hast eine Freundin, stell dir vor so, ja, denken wir weg, deine Freundin? Eher ja oder eher nein? Dass du mit ihr Anime gucken kannst, dass sie Yaois liest, dass sie Cosplays trägt und so Sachen, so richtig extrem. Ich glaube, es kommt immer auf den Schwank an. Auf den, ja, wieso nicht? Ja? Ja, würde ich sagen. Auch so volles Programm. Yaoi-Manga lesen, Plakate an der Wand, Dakimakura, Cosplay. Machen wir auch. Lange Socken. Ja. Ja? 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 Du auch? Ja. Also, ja, ich sag, man kann ja versuchen, die Leute, ja, ranzubringen. Ja. Meistens sind sie dann schon, ja, relativ so, okay, ich schau's mir mal mit dir an. Sie hat Dakimakura zu Hause, liest Yaois, macht Cosplay. Ja, dann ist das ist keine Frage mehr. Also dann direkt. Direkt. Okay. Hast du Probleme mit den ganzen Yaoi-Magazinen, die da auf dem Klo rumliegen? Ich meine, Literatur ist Literatur, ne? Ja, wobei, ihr würdet ja teilen dann einfach, oder? Die Leidenschaft, okay, zu teilen, gleiche Interessen, ja, zu haben, genau, ist immer cool. So ist immer neu. Seid ihr auch? Okay. Entschuldigen Sie, sexy Herr. Sexy Herr. Ja, so. Also ich habe mir die Frage gestellt, ja, stehen Sie als Mann? Als Mann. Sind Sie ein Mann? Ich bin ein Mann. Sie sind ein Mann. Stehen Sie auf Frauen, die Anime schauen? Oder Nerds im Allgemeinen? Also die Frage ist, ob, also du hast eine Nummer von einer Frau, die jetzt auf Anime steht eine und, sie will meine Nummer. Sie will deine Nummer. Ich nehme sie. Sie mag Anime. Ja? Aber ich nehme ja, sie. Aber du würdest jede Nummer nehmen? Ich würde jede Nummer, ja, nehmen. Eher bevorzugst du einen Typ Frau, die so eher so normal, also nicht nerdy ist, oder, mhm, eher nerdy? Boah, das Ding ist, man sagt ja mal, so Gegensätze ziehen sich an, ne? Aber sie sollte noch schlimmer sein als ich. Ja? Wie schlimm bist du? Das erste, was ich hier gemacht habe, ich bin in die Plus 18 Area gegangen, also, und die war noch normal für mich. Aber auch mit Yaois, mit Dakimakura zu Hause, mit Bildern? Yaois, Dakimakura, von Yuri. Bilder von Kurono an der Wand. Von Kurono, aber nur wenn er seinen Bizeps trägt. Weißt du, warum frage ich ihn überhaupt? Der hat seinen eigenen Stand hinterm Genshin-Stand, weißt du? Als ob du nicht auf Leute stehst. Ich stehe auf Leute, ich stehe aber auf Nick, Nisekai, Beste. Bist du auch ein bisschen angeekelt?
Bisschen. Bisschen, aber ja. Irgendwie macht es sich auch geil. Das macht sich auch geil. Okay, okay. Darf ich dir eine Frage stellen? Und auch den anderen gleich. Die Frage ist in die Runde, nach der Reihe. Stehen Frauen auf Männer? Andersrum. Stehen Männer auf Frauen, die Anime schauen? Ja. Bruder, wenn Frauen Anime schauen, sollen alle kommen, oder? Alle auf einmal, Bruder. Alle auf einmal, Digga. Also ich würde sagen, direkt. Solange sie kochen können. Aber was, wenn die so übertrieben ist? So dieses, die liest Yaoi, Dakimakura, alles. Die so Psycho ist. Nein. Geil, Model. Mit Herz. Bruder. Ja, meine Frau nicht so. Und du? Direkt heiraten. Ja, ich würde sagen, schon, ne? Ja? Also so zusammen Anime gucken, zusammen Cosplayen, so Sachen, findest du cool? Ja, finde ich schon gut. Ja? Und was, wenn sie Anime hassen würde, wirklich hassen? Sie sagt, Bruder, was ist das? Ja, ist das auch okay? Ja? Ja. Jeder ist so, bist du so eine reine ja. Seele? Ja, jeder wie er will. Ne? Das ist viel zu süß. Ihr seid Männer, oder? Ja, klar. Wenn ihr eine Frau kennenlernt und sie euch auch beachtet, ja. Würdet ihr eher drauf stehen, wenn die Anime mag oder eher nicht? Bitte? Steht ihr auf Frauen, die Anime schauen? Das ist eigentlich egal. Euch juckt nicht? Nee. Aber eher bevorzugen oder eher weniger? Ja, schon, weil dann hat man halt das gemeinsam. Ich wollte gerade sagen. Aber halt so keinen wilden Voice Love oder irgendwas. Ja, ist schon so ein Vorteil. Ist er dabei? Ja, natürlich. Schon so, wenn ihr so ein gutes Cosplay trägt und so, das ist schon so ein Vorteil. Ja. Und wie stehst du zu Boys Love? Du bist ein Mann. Ich bin ein Mann, genau. Denke, stehst du auf Frauen, die Anime schauen? Ja. Aber Hardcore, also ehrlich, Endlevel, Endstufe. Ja, normal. Ja? Nee, ehrlich jetzt, ehrlich. Ich weiß, ja, eine Freundin, die Anime schaut. Du hast eine Freundin? Nee, ich würde gerne einen Freund haben, die Anime schaut. Ja, wisst Bescheid. Achso, ja. Aber. Ja. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber eher ja oder eher nein? Ja, ja. Ja? Ich bin ehrlich, ja. Wenn sie so Cosplay tragen würde, würdest du geil finden? Wenn es gut ist, ja, safe. Was heißt, wenn es gut ist? Gibt es etwa schlechte Cosplays? Wie war die Frage? Also die Frage war, stehen Männer auf Frauen, die Anime schauen? Stehen Männer auf Frauen? Du, wärst du ein Mann und du würdest auf Frauen stehen, würdest du auf sie stehen, wenn sie Anime schauen? Nach Clip 1 war ich raus mit wärst du ein Mann. Ihr merkt, die Frisur macht's. Ich denke, das Ergebnis ist eindeutig. Ich meine, man hätte es eigentlich denken können. Männer stehen wahrscheinlich eher auf Frauen, die eher Anime schauen, eher Nerds sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, ich fuck Leute ab auf Convention, weil ich habe kein Leben.